Liebe Schwestern und Brüder, wir haben es gerade im heutigen Tagesevangelium gehört. Wer Ohren hat, der höre. Ja, es ist so eine Sache mit dem Hören. Da gibt es die schöne Geschichte von dem Indianer und dem Weißen, wo die zwei spazieren gehen in der Stadt. Und der Indianer sagt, hörst du auch das Geräusch der Grille? Und der weiße Mann sagt, hier in der Stadt, das Geräusch der Grille, du hast ja einen Vogel. Da hört man Autos, da hört man Geschrei, alles Mögliche, aber eine Grille, nein. Und der Indianer geht an eine Hauswand, an einem Efeu, und tatsächlich, da ist eine Grille. Verwundert sagt der weiße Mann, oh, oh, oh. Aber ihr Indianer habt einfach ein besseres Gehör. Daraufhin sagt der Indianer zu ihm, das glaube ich nicht, ich werde es dir beweisen. Und er nimmt ein Geldstück und wirft es auf die Straße. Und jetzt traut sich wahrscheinlich niemand. Dann kommt gleich der Erstbeste und glaubt es auf, schiebt es in die Hosentasche und weg. Ja, sagt der Indianer, siehst du, das Geräusch des Geldstücks, das war nicht lauter als das der Grille. Aber das haben die Menschen gehört. Man hört manchmal nur auf das, worauf man zu hören gewohnt ist. Ja, wir sind vielleicht auch so Gewohnheitshörer, was wir schon kennen, und die Ohren für etwas aufzutun, was uns vielleicht ganz neu bewegen möchte, fällt oft schwer. Es braucht oft Geduld, bis so ein Ton verklungen ist. Manchmal geht es uns auch so, wenn wir mit Menschen reden und zuhören, wo vielleicht innerlich so eine kleine Aggression hochkommt und sagt, jetzt dürft ihr aber schon aufhören. Der Pater Cyrill hat mir heute auch schon gesprochen. Wie lang ist der Predigt? Eine Seite? Manchmal ist es so, dass wir uns schwer tun mit dem Zuhören, weil wir schon unsere Gegenargumente haben. Wir lassen den anderen gar nicht ausreden. Gespräche missglücken, eskalieren oder man redet aneinander vorbei. Während er noch redet, höre ich schon nicht mehr richtig zu. Zu sehr bin ich selber mit meiner Antwort beschäftigt. Wir meinen oft, ja, die anderen können nicht zuhören, ich selber schon. Das kennen wir ja oft auch so. Man müsste im Leben was ändern, aber bitte schön nicht bei mir anfangen. Die anderen sind es oft, wo man meint, dass die schlecht hören. So wie ein Mann, der zum Arzt geht und sagt, meine Frau hört nicht mehr gut. Was soll ich machen? Der Arzt gibt ihm den Tipp, einen Test zu machen. Als der Mann nach Hause kommt, sieht er, dass seine Frau gerade kocht. Und so geht er 3 Meter hinter sie und fragt, Schatz, was kochst du Gutes? Er bekommt keine Antwort, geht 2 Meter hinter sie und fragt nochmals, Schatz, was kochst du Gutes? Wieder bekommt er keine Antwort. Jetzt stellt er sich direkt hinter sie und fragt nochmals. Da dreht sich die Frau um und schreit, zum 3. Mal Bratkartoffel! Ja, wir meinen oft, dass andere Menschen nicht so gut hören und merken gar nicht mehr, dass es in unserem Gehör Verstopfungen gibt. Und Jesus bringt uns heute dieses Gleichnis vom Sämann. Vom Sämann, der seinen Samen aussät und wo wir hören, ja, der Same trifft auf ganz verschiedenen Boden. Er trifft auf ganz verschiedenes Gehör. Da gibt es die Menschen, ja, die zu sind. Da ist alles vollgestopft. Ich nenne sie mal die Asphaltmenschen. Da geht nichts mehr rein.
Und wenn da Jesus sein Wort aussät, wie wir am Eingang gehört haben, lebendiges Wort, und er eine Resonanz möchte, dann klingt es ungefähr so. Es klingt nicht mehr. Der Same kann nicht aufgenommen werden. Wir sind zu. Wir haben so viele Dinge im Kopf. Hören allein reicht nicht. Man muss auch verstehen wollen. Und demjenigen, der nicht verstehen will, werden auch die guten Anlagen weggefressen werden. Es gibt keine Resonanz mehr. Vielleicht müssen wir uns auch selber fragen, wo bin ich schon abgestumpft? Abgestumpft in dem Sinn, ja, geht schon, machen wir halt weiter so. Ein abgestumpftes Herz bedeutet, die Seelenkraft ist verletzt, die Hoffnung ist getrübt, das innere Leben wird seiner Freude beraubt. Wir sind vielleicht manchmal hart geworden, unerbittlich. Und da, wo ich hart geworden bin, wo nichts mehr in mich hinein kann, da wächst auch keine Hoffnung mehr. Und ja, das ist doch unser Glaube, der uns diese Hoffnung geben möchte, der in uns wieder neues Leben wachsen lässt. Und dann gibt es den zweiten Typen, wie Jesus heute uns im Evangelium sagt. Das sind die, die ganz schnell begeistert sind. Halleluja! Ich nenne es die Event-Christen. Die kommen immer bloß, wenn was Besonderes los ist. Heute ist natürlich Ausnahme. Menschen, die schnell begeistert sind, wenn es um religiöse Events geht. Hauptsache bunt, ekstatisch. Und bei den ersten Unbequemlichkeiten wird der Glaube erstickt. Das gelingt in der Zeit des Smartphones, des WhatsApps und der gesamten Reizüberflutung immer schwerer. Und dann entsteht auch sowas wie eine innere Leere. Schon im Alltag tauchen Missverständnisse durch schlechtes Zuhören auf, durch die Einbildung, vieles gleichzeitig tun zu können. Man hat ja mal gesagt, die Frauen können mehr Dinge nebeneinander machen als die Männer. Aber die Frauen werden es wissen. Autofahren und E-Mails schreiben an Stellen, wo die Ampel auf Rotlicht steht. Risikolenker versuchen es sogar während der Fahrt. Und wir verschanzen uns manchmal hinter Floskeln und Fassaden und da wächst keine Hoffnung. Da ist die Begeisterung ganz schnell weg, weil wir keine Wurzeln haben. Und ich muss ehrlich sagen, ich beobachte das auch gerade bei Menschen, ja, die vom Glauben oft gar nichts mehr wissen, keine Ahnung mehr haben. Wenn ich da oft ins Gespräch komme, dann wundere ich mich, dass so ganz einfache Dinge, der heilige Benedikt, der hat einen Orden gegründet, ich sage, ja, da gehöre ich dazu, schön. Ich sage dann, der heilige Bernhard hat auch einen Orden gegründet. Ach so? Ich sage, das sind aber keine Bernhardiner. Das sind die Zisterzienser, der Reformorden der Benediktiner. Und dann die dritte Art von Boden, die Jesus uns heute im Evangelium sagt, das sind, nenne ich mal, die Konventionschristen. Der Same geht auf, aber dann kommt die Sorge, Sie kennen das alle, die nächste Sorge, die Nöte, aber auch die Erfolge, die sind auch etwas, was uns manchmal die Luft zum Glauben abschnürt. Es bleiben dann vielleicht noch die schönen Erinnerungen an die Ministrantenzeit. Das höre ich öfters. Herr Pate, ich bin aus der Kirche ausgetreten, aber ich war für mein Ministrant. Dann sage ich immer, dann weißt du ja, dass es nur Wein und Wasser gibt. Ja, ja, den haben wir immer ausgetrunken. Es bleiben vielleicht noch diese Erinnerungen, doch die Kirchensteuer wird irgendwann lästig und eingestellt. Ja, die Sorgen und Nöte, die uns oft ja so vollstopfen. Und dann klingt es auch so. Der heilige Benedikt sagt, es sind oft so die Gedanken, die uns wegnehmen, die uns nicht mehr in Verbindung sein lassen zum Glauben. Und er sagt, man soll seine Gedanken nehmen und sie am Fels Jesu Christi zerschlagen. So hart nimmt er das Wort. Weil ehrlich doch unsere Gedanken, da ist doch manchmal auch viel, Entschuldigung, wenn ich das so sage, Schmarrn dabei, was wir alles zusammendenken. Sie kennen das Lied, noch ein Schlager, wenn du denkst, dann denkst du nur, du denkst.
Die alten Mönchsväter sagen, Gedanken sind wie Affen. Wenn es hinten runterschickst, kommen es vorne wieder rauf. Und es ist gar nicht so leicht, sich von diesen Sorgen, von diesen Nöten, von diesen Gedanken zu befreien und wirklich offen zu sein, so wie eine Schale. Offen zu sein für das Wort Gottes, dass wenn es uns trifft, dass in uns noch was zum Klingen kommt. Was hören wir uns oft alles an? Es gibt viele Dinge, liebe Schwestern und Brüder, die sind nicht mehr hörenswert. Gottloses Gerede, ein Jammern, ein negatives Reden, all das wird uns weder aufbauen noch weiterbringen. Und ich appelliere hier auch an den Journalismus, ehrlich zu recherchieren und nicht irgendwo reinzuhauen und irgendwas niederzumachen. Aber anscheinend wird es mehr gelesen als das andere. Wenn wir uns immer nur negative Dinge anhören, dann werden wir selber einmal anfangen, so zu denken. Und wir werden nur noch auf die negativen Dinge im Leben hören. Und dann wird uns für uns das Negative zu einer größeren Realität als die Verheißung Gottes. Wir sind beschäftigt, unterwegs, unter Druck und es wächst keine Hoffnung mehr. Und dann gibt es den vierten Typ, den Jesus uns schildert. Ich nenne ihn mal wie eine offene Schale, wie ein Humusreich, wo der Same Gottes aufgehen kann. Im Dreischritt von Hören, Verstehen und Frucht bringen vollzieht sich ein reifer Glaube. Und der Glaube braucht auch oft Geduld, auch Geduld mit sich selbst. Sie kennen das Gebet, lieber Gott, schenkt mir Geduld, aber sofort. Sein Wort muss in uns aufgehen. Es ist wie in der Natur, der Same braucht auch Zeit aufzugehen, so auch der Glaube. Und es kommt nicht darauf an, dass wir es intellektuell verstehen, sondern es kommt darauf an, dass sein Wort uns ganz ergreift, in uns Wurzel schlägt und dass wir dann ganz persönlich angesprochen sind von seinem Wort. Der heilige Benedikt nennt es Hören mit dem Ohr des Herzens. Die Diözese Augsburg feiert den heiligen Ulrich in diesem Jahr auch mit dem Ohr des Herzens hören. Der heilige Ulrich war ja schließlich Benediktiner und seine Quelle ist die Regula Benedicti, wo er dieses Wort mitnimmt. Ich weiß jetzt nicht, wie oft der heilige Ulrich das gesagt hat, mit dem Ohr des Herzens hören, aber unser Bischof wird schon wissen. Die Aufforderung höre steht als Aufforderung am Anfang der Regel. Und weiter schreibt der heilige Benedikt, wir haben das heute früh bei der Laudes vorgelesen, hören wir mit erschrecktem Ohr, was die Stimme Gottes jeden Tag uns zur Mahnung ruft. Wenn ihr heute seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Hört die Stimme des Herrn, der uns in seiner Güte den Weg zum Leben zeigt. Ich wandle Antoine Exupéry um und sage, nur mit dem Herzen hört man gut. Und das Gehörte beherzigen, manchmal ist ein weiter Weg, vom Kopf zum Herzen. Darum sage ich zu den Leuten immer, sie sollen Kopfsalat essen. Wissen Sie warum? Weil der Kopfsalat hat sein Herz im Kopf. Das Gehörte beherzigen. Denn es bedeutet, dass du den Dingen, die du erkannt hast, in deinem Herzen Raum und in deinem Handeln Raum gibst. Und wer mit dem Ohr des Herzens hören lernen will, ich glaube, der muss oftmals den Lärm des Alltags hinter sich lassen, die Stille lieben, das Schweigen, sich nach innen wenden. Schweige und höre, so nennt es der heilige Benedikt. Drum ruft uns die Glocke immer wieder, den Tag zu unterbrechen. Kein Musikstück ist spielbar ohne Pause. Und der heilige Benedikt lädt uns immer wieder ein, ja, wenn die Glocke ertönt, dann lass alles stehen und liegen und geh zu Gott. Mach eine Pause und lass dich vom Wort Gottes wieder neu inspirieren. Und wer mit dem Ohr des Herzens hören lernen will, der verzichtet bewusst darauf, den Marktschreien unserer Tage sein Ohr zu schenken, die ihnen sagen wollen, was gerade in ist. Liebe Schwestern und Brüder, vielleicht
Wahrscheinlich sogar tragen wir nicht nur Humus in uns, das heißt, gut geerdet zu sein. Mein Freund Almar Gruber, der schon verstorben ist, hat gesagt, Glauben ist, gut geerdet und gut gehimmelt zu sein und in dieser Spannung zu leben. In unserem Humus ist vielleicht auch ein Felsstück, eine Hartherzigkeit, Sturheit, Formalismus. Aber wir haben beides in uns, gute Erde, gute Voraussetzungen, aber vielleicht auch so manche Schwierigkeiten. Und liebe Schwestern und Brüder, es ist nachdenkenswert, wie steht es bei Ihnen mit Ihrer Bodenbeschaffenheit? Müssen wir mal eine Bodenprüfung machen. Die können Sie selber am besten machen. Wo wir den Humus des Humors, der Gelassenheit, der Freude und des Friedens in uns wieder neu aufgehen lassen dürfen. Bei aller Schwerhörigkeit auch Gott gegenüber dürfen wir die Freude und die Hoffnung auf unseren Herrn wach halten. So wie, wo sich die zwei älteren Herren treffen, dann sagt der eine, wie geht es dir, Willi? Fragt er sehr laut. Gut, sagt er, aber du brauchst nicht so zu schreien, ich habe mir nämlich ein sündhaft teures Hörgerät gekauft. Ach, was hat es denn gekostet? Gleich 9:45. Ja, mit dem Hören. Ich denke, die wesentlichen Dinge kannst du nicht machen, die kannst du nur empfangen. Und du kannst dich empfänglich machen, wenn Gottes Wort dein Herz trifft, dass du zum Klingen kommst. Dann lade ich sie ein, in Gottes Melodie in dein Herz auf. So lade ich Sie ein, verlieren Sie die Hoffnung nicht. Bleiben Sie humorvoll, auch in schwierigen Situationen. Das brauchen wir. So wie der Gast im Restaurant sagt, Herr Ober, bei mir schwimmt ein Hörgerät in der Suppe. Und der Ober sagt, wie? Gottes Segen, und bleiben Sie gesegnet, indem Sie gute Worte sprechen, dass das Gehörte auf guten Boden fällt. Amen.